Für viele Jenaer ist sie ein wichtiger digitaler Begleiter geworden. Die Mein Jena-App der Stadtwerke Jena. Am Donnerstag luden Stadtwerke-Geschäftsführerin Claudia Budig und Carsten Müller, Werkleiter von Jena Kultur, ein, um über neue Entwicklungen und Pläne mit der App zu sprechen. Da sie bereits seit 6 Jahren auf dem Markt ist, nutzten die Verantwortlichen die Möglichkeit, um Bilanz zu ziehen. Die Besucherzahlen haben sich ganz sehr gut entwickelt. Vor allem in diesem Jahr haben wir noch mal deutlich an Schwung und Reichweite gewonnen. Sind jetzt auf über 20.000 App-Nutzer gekommen. Und damit haben wir, glaube ich, einen sehr guten Beweis, dass die App sich wirklich als ein gutes digitales Instrument hier in der Stadt etabliert hat und von den Bürgern ja, geschätzt und angenommen wird. Um noch mehr Menschen für die Mein Jena-App zu begeistern, soll das Angebot nicht nur für Jena, sondern auch für Besucher der Saalestadt ausgebaut werden. Dafür soll eine Neuerung den Zugang zu Mein Jena-WLAN erleichtern. Bürger und Gäste Jenas können das kostenlose Stadtinternet beim erstmaligen Zugang nun für 48 Stunden auch ohne die App nutzen. Außerdem beraten die Verantwortlichen momentan mit mehreren Reiseführeranbietern über digitale Touren durch Jena per App. Für die Stadtwerke spielt die App als digitale Litfaßsäule schon jetzt eine wichtige Rolle für Jena. Sie ist, finde ich, ein absolut mittlerweile unverzichtbarer Bestandteil so fürs tägliche Leben, weil sie ganz viele kleine Auskünfte, Infos, Nachrichten für das Stadtleben gibt, es einfach leichter macht, komfortabel ist und von ihrer Funktionalität auch, glaube ich, geschätzt wird. Insofern wollen wir das natürlich weiter ausbauen, im Interesse aller Bürger, aber auch jetzt zunehmend der Gäste der Stadt und haben da, glaube ich, ein ganz gutes Instrument entwickelt. Alle, die jetzt neugierig auf die vielen Funktionen der Mein Jena-App geworden sind, finden auf www.meinjena.de alle weiteren Informationen. In den üblichen App-Stores ist sie für alle kostenlos runterladbar.